Herzlichen Glückwunsch. Hört man mich eigentlich? Ist das Mikrofon genug laut? Sehr gut, wunderbar. Ich höre mich nicht so gut, aber das macht nichts. Obwohl, ich muss auch gut zuhören. Der Priester merkt immer selber, dass er oftmals predigt mehr zu sich selber als zu den Menschen. Zumindest bei mir geht es so. Also wenn ich heute den Zeigefinger hochhalte, gilt das in erster Linie mir. Herzlichen Glückwunsch nochmals. Ich gratuliere, also nicht, dass ihr jetzt heute hier seid, heute Abend, zur späten Stunde. Wir haben jetzt ja Winterzeit. Nein, herzlichen Glückwunsch, das sagt uns heute das Evangelium. Die Seligpreisungen sind nichts anderes als eine wundervoll gestaltete Glückswunschkarte von Gott an jeden Einzelnen von euch. Ja, die Frage ist, wollt ihr diese Glückswunschkarte auch wirklich empfangen? Lebt ihr diese Glückswunschkarte? Es ist ein Programm, ein Lebensprogramm, eine Gebrauchsanweisung eines gelungenen Lebens, die Seligpreisungen. Es ist der Kern letztendlich von der Bergpredigt. Bergpredigt, Kapitel 5 und 6 von Matthäus. Und der Kern, die ersten 12 Verse, sind die Seligpreisungen. Und die sollten wir eigentlich kennen. Weil die sind wichtig. Weil wenn wir die befolgen, haben wir die Garantie, dass der Herr uns sagt, herzlichen Glückwunsch, kannst zu mir eintreten in den Himmel, in Ewigkeit bei mir leben. Na, wer möchte das nicht? Jesus beginnt hier zu reden und lehrte die Jünger. Er setzt sich. Als Bild dafür, er ist der eine wahre Lehrer. Nur er. Und die Kirche ist die Hörende und dann aber auch die Lehrende. Aber sie bringt nichts Neues hervor, denn Christus hat schon alles hervorgebracht. Aber die Kirche bringt das noch zur Entfaltung, was sich noch nicht ganz so offenbart hat, in die Zeit hinein, in die Kirchengeschichte hinein. Sie spricht zu aktuellen Themen. Aber die Grundvoraussetzung, damit die Kirche hörend und lehrend ist, ist, dass sie erfüllt ist von der dritten Person der göttlichen Dreifaltigkeit, der Heiligen Geist. Ohne Heiliger Geist geht nichts. Ohne Heiliger Geist ist Hoabohu. Wirklich. Und heute die Kirche meint, sie kann ohne Heiliger Geist leben und ohne Heiligen Geist lehren. Und das Hören ist dann nur noch, was die Kirche selber jetzt gerade möchte, wohin sie jetzt gehen möchte. Besonders im deutschsprachigen Raum müssen wir das leider allzu oft erleben, dass es zwar ganz gescheite Theologen gibt, gescheite Menschen, auch in der Kirche, aber sie sind nicht erfüllt vom Heiligen Geist. Und ohne Heiliger Geist können sie nichts wirklich Fruchtbares vollbringen. Und die Heiligen, die wir jetzt in diesem Tag heute jetzt ganz besonders feiern, sie sind uns darin Vorbild. Sie haben den Heiligen Geist in ihrem Leben so wirken lassen, wie Gott es wollte, weil der Heilige Geist selbst ja Gott ist. Also der Heilige Geist durfte durch sie hindurch wirken. Sie waren wie ein staubtrockener Schwamm und haben sich füllen lassen von dieser Quelle des lebendigen Wassers, die der Heilige Geist ist. Aber wir lassen ja lieber, oder? Ich kenne es ja auch, oder? Bleibe lieber staubtrocken, weil wenn ich triefe vor Wasser, dann muss ich das machen, was er möchte und ich will ja lieber machen, was ich will. Und jetzt gibt Jesus hier diese Glückwunschkarte und das sind, wir können sagen, es sind vier Seligpreisungen, vier Glückwünsche, wie dein Leben sein soll zwischen dir und Gott, damit es funktioniert und dann nochmals vier zwischen den Menschen, zwischenmenschlich.
Und beides müssen wir beachten. Gehen wir diese Seligpreisung kurz durch, weil das ist die Gebrauchsanweisung für ein gelungenes Leben, also hat es uns doch was zu sagen. Und klar, wir wissen es, oder? Wir Jungen sind da manchmal, also ich bin nicht mehr jung eigentlich, aber ich fühle mich noch jung, aber ihr kennt das, man kommt zum neuen Gerät, oder? Bekommt man zugeschickt. Und die Gebrauchsanweisung, gut, manchmal ist es heute schon elektronisch, manchmal so ein dickes Buch, das legt man mal nebendran hin und steckt einfach ein. Und ja, oft funktioniert es tipptopp, oder? Bis irgendwas ist. Und dann braucht man dann schon die Gebrauchsanweisung. Manchmal wäre man dann froh, hätte sie eben vorher schon gelesen, weil dann vielleicht ein Kurzschluss ist und es ist kaputt und das muss zur Reparatur gehen und ist nur umständlich. Und wir kennen es ja selber von unserem Leben, oder? Wie oft hören wir nicht auf diese Gebrauchsanweisung, die Seligpreisungen, und müssen dann eben zur Reparaturwerkstatt gehen, die ist da hinten links im Beichtstuhl. Schwester Imelda kann gerne zeigen, wohin. Die ist wichtig, die brauchen wir immer wieder. Die erste Seligpreisung: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist die erste. Also es braucht die richtige Grundeinstellung zu Gott. Das meint nichts anderes, natürlich nicht die Armut im materiellen Sinn, sondern die Armut im Geiste. Das meint, ich bin und bleibe Geschöpf. Und Gott ist der Schöpfer. Und was ist schon mein Wissen gegen den Allwissenden? Was ist meine Macht gegen den Allmächtigen? Ja, wir meinen ja oft, ja, mein Wissen, ja, das ist schon viel. Ich weiß viel. Ich bin auch mächtig. So gehen wir oft durch die Welt hindurch. Nein. Aber letztendlich sind und bleiben wir eigentlich so das kleine, unbedeutende Würmlein schon fast. Klar, von Gott her, natürlich geschaffen als sein Abbild hier auf Erden. Deshalb wiederum unendlich kostbar und heilig. Berufen zur Heiligkeit. Und jetzt kommt das Zweite hinzu. Die Geschöpflichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir jetzt noch eben die Erbschuld. Ja, wir brauchen Erlösung. Wir wissen, zwar durch die Taufe ist die Erbschuld weggenommen, jedoch die Neigung ist immer noch da, oder? Mal die Füße hochzulagern und zu lange vor dem Fernseher zu sein oder das Handy, naja, weiß auch nicht, nicht mehr aus der Hand geben wollen, oder? Ich will jetzt unbedingt da noch diese Nachricht lesen und wir kennen alle. Die Neigung ist immer irgendwo da. Und wenn der Nachbar mir nicht gerade freundlich kommt, wie oft brause ich dann schnell hoch? Also es braucht die Grundvoraussetzung, arm zu sein im Geiste. Ich habe letzte Woche auch darüber gepredigt, wie unser Gebet ja sein soll. Wie unsere Gebetshaltung sein soll, damit sie fruchtbar ist. Wir hatten letzte Woche am Sonntag hatten wir das Evangelium vom Zöllner, der ganz hinten ja nur noch sagt, Herr, sei mir Sünde gnädig. Fruchtbares Gebet soll Ehrfurcht haben vor Gott, vor dem Höchsten, soll andächtig verrichtet sein, voll Vertrauen, dass er es schon erfüllt hat, mich schon erhört hat. Dann aber auch beharrlich sein, ja, anklopfen, nicht aufhören. Und dann das Fünfte, die vollkommene Hingabe. Das ist fruchtbares Gebet. Und so sollen wir arm sein im Geiste. Dann selig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Was heißt das jetzt? Sollen wir so griesgrämig durch die Welt gehen, so voller Trauer und entmutigt ab der Kirchensituation, die wir haben, und die Kirche sind immer leerer, voller Trauer sein? Nein, überhaupt nicht. Der Christ ist einer, der immer das Lächeln bereit hat, für jeden, für alle. Wie oft hat es mich schon selber verändert, wenn ich so ein bisschen griesgrämig bin und irgendwo durch und plötzlich lächelt mich jemand an und ich merke, puh, wie gut tut das eigentlich. Also um was geht es hier? Selig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Die Trauer über das Böse in der Welt, das immer noch wirkt und wirkt und wirkt. Wir dürfen nicht gleichgültig sein
über das, was in der Welt geschieht. Das Unheil, das durch das Böse gewirkt wird. Ihr Lieben, das ist diese Trauer. Wie schnell sind wir gleichgültig, dass jeden Tag Tausende, Zehntausende von Kindern abgetrieben werden im Mutterleib weltweit. 70 Millionen in einem Jahr. 10-mal die Schweiz in jedem Jahr wird umgebracht im Mutterleib. Und wir sind schon gleich, wir haben uns daran gewöhnt, dass alle 5 oder 6 Sekunden ein Mensch stirbt an Hunger. Wir haben uns daran gewöhnt. Selig die Trauernden, ja, sie werden getröstet werden. Es darf uns nicht egal sein, deshalb bringen wir das immer wieder vor Gott hin. Wir leben in der Welt, sind aber nicht von der Welt. Das heißt, wir müssen schon wissen, was in der Welt geschieht, was wirklich ist. Die wesentlichen Themen nicht verpassen. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Ja, die sanftmütig sind im Herzen, sanftmütig zu den leisen Eingebungen des Heiligen Geistes. Der spricht nicht im lauten Sturm, im leisen Säuseln kommt er daher. Ja, bist du dann still? Ja, wenn du voll Jähzorn bist, ich kenne das ja auch, wenn ich plötzlich so, und dann höre ich den Heiligen Geist plötzlich nicht mehr. Die Sanftmütigen sind jene, die wirklich eben hören können auf die leisen Mahnungen, leisen Eingebungen, die der Heilige Geist gibt, und man lässt sich führen und leiten, auch durch seinen Schutzengel. Führen und leiten. Aber dazu muss hier drin die richtige Frequenz eingestellt sein. Also wie beim Radio. Gut, heute bei DAB ist das nicht so schlimm, aber früher die Radios, oder, da hat es nur noch... Ja, du brauchst die Frequenz. Und was ist diese Frequenz? Das ist die Frequenz Gottes. Die Frequenz der Liebe. Die Frequenz, wo ich auf ihn ausgerichtet bin und er das Zentrum ist. Nicht ich, er. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Haben wir wirklich dieses brennende Verlangen, Gott zu begegnen? Heute Abend jetzt, ihr seid alle hierher gekommen zu späten Stunde, um diese wichtige Nacht auch zu beten, ist da dieses brennende Verlangen da, zu wissen, wow, ich darf dem Herrn begegnen, dem Höchsten, meinem Schöpfer, mit ihm eins werden. Wisst ihr, der Böse will nur eines. Der will nur eines hier auf Erden, uns von Gott entfernen. Das möchte er. Das ist sein einziges Ziel, das er hat. Und was macht die Heilige Messe? Genau das Gegenteil. Es macht uns eins mit Gott. Heute Morgen habe ich mit Vreni telefoniert und mir standen plötzlich die Haare zu Berge. Weil da hat sie gesagt, ja, ich habe sie gefragt, ja, wie ist das jetzt diese ganze Nacht? Wollt ihr ja noch durchbeten? Ich gehe dann irgendwann mal schlafen, weil ich bin auch müde. Keine Ausdauer. Nein, ich habe morgen wieder Programm. Gut, wahrscheinlich die viele auch von euch. Und dann habe ich gefragt, ja, wer betet denn hier? Ja, die Jungen machen das, die übernehmen alles. Ah, seht ihr, diesen brennenden Eifer von den jungen Menschen. Ja, haben wir dieses Brennen, dieses Verlangen, diese Sehnsucht? Wisst ihr, wenn wir wüssten, jetzt schon, wenn wir sehen könnten, was dieses Gebet diese Nacht bewirkt, würden noch viel mehr Nächte beten, glaub mir. Ich durfte gerade diesen vergangenen Samstag auf Sonntag in der Leonardskapelle in Luzern beten. Mitten in der Nacht, es war still, nichts, kein Mucks, gar nichts. Da hörst du vielleicht plötzlich von weit her die Sirene durch die Stadt gehen. Gebet hinterher. Schutzengel, schau du. Dieses Gebet wirkt so viel. Und wir vernachlässigen es so. Also die ersten 4 Seligpreisungen, da geht es um die richtige Beziehung zu Gott. Komme ich wirklich mit dieser Haltung zu Gott, armen Geiste, voller Demut,
Ist mir den Zustand der Welt nicht egal? Bin ich nicht gleichgültig all dem Bösen, was jetzt ja gewirkt wird? Und da sehen wir ja auch das Perverse, das Verdrehte und Verkehrte. Wir feiern aller Heiligen. Aller Heiligen. Und was macht die Welt mit diesem Fest? Sie verdreht es und betet den Teufel an in dieser Nacht, die Dämonen. Aber das hat ja die Welt geschafft, oder? Uns glaubhaft zu machen, es gebe ihn nicht. Aber wir, die hier sind, wissen es, es gibt ihn. Und er hat schon verloren. Aber Gott möchte noch unser Gebet, weil er kann noch viel wüten bis zur Endzeit, bis zur Wiederkunft. Und da braucht Gott unser Gebet. Also die ersten vier Seligpreisungen sind wichtig. Das ist die Einstellung zu Gott. Ist die richtig in uns? Und dann die anderen vier Seligpreisungen. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ja, wie sind wir zu den Mitmenschen? Sind wir barmherzig? Auch zu uns selber? Können wir uns selber vergeben? Können wir den Mitmenschen vergeben? Oder sind wir eher so in der Ellbogenmentalität? Hauptsache komme ich durch. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch klein war, in den Skiliften, da in den Skigebieten, oder wie man da so, als Kleiner kannst du das noch über die Skihälften durchgehen und irgendwie schlängest dich durch. Als Kind geht dir das noch, oder? Man lernt das ja dann irgendwie, dass man schön brav anstehen soll. Aber wir meinen, wir können das noch machen mit 30, 40, 50, 80, 90. Können wir allen alles immer und sofort vergeben? Hand aufs Herz. Allen, alles, immer, sofort. Wenn der Chef kommt und irgendwas sagt im Geschäft, wenn Mama irgendwas sagt, oder wenn die Kinder nicht das machen und parieren, kann ich sofort ganz vergeben, von ganzem Herzen. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Die sechste Seligpreisung. Ohne Reinheit geht es nicht. Aber unsere Absichten sind oft nicht rein. Unsere Ziele sind oft nicht rein. Oftmals ist es doch so, dass wir handeln aus Absichten heraus. Wir überlegen, ja, wenn ich jetzt dem etwas gebe, schenkt es mir zurück. Ich bin zu dem lieb, der auch zu mir lieb ist. Wisst ihr, ich finde das so schön heute, mir ist so der Trend, oder? Toleranz. Ja, wir sollen tolerant sein, allen gegenüber. Auch jenen, die nicht die christlichen Werte leben. Wir sollen sie tolerieren. Aber das heißt nicht, wir dürfen keine eigene Meinung haben. Tolerare vom Lateinischen heißt erdulden. Also ich dulde die andere Meinung, bin aber nicht der gleichen Meinung. Das heißt, ich erdulde ihn und gleichzeitig liebe ich ihn aber auch, weil in ihm eben auch Gott wohnt und ich auch Gott erkennen darf. Er ist genauso wie wir geliebtes Kind Gottes und wir haben keinen Grund, uns höher zu stellen, besser zu stellen als der andere. Ja, vielleicht hattest du Vorteile durch deine Biografie, hast den Glauben vermittelt bekommen. Aber derjenige, der vielleicht in Zürich aufgewachsen ist, kein Glauben, kein gar nichts, keine Liebe, als Kind schon, hat dieses Privileg alles nicht gehabt. Selig, die ein reines Herz haben. Und dann die Verheißung ist ja schön, sie werden Gott schauen. Und die Reinheit bekommen wir hinten links, ich habe es vorher schon gesagt, Waschmaschine, hinten links, per Woll extra, sehr gut, wirklich. Selig die Friedensstiftenden, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
aus dieser Haltung eben barmherzig zu sein, voller Liebe und Geduld zum Mitmenschen zu sein, ein reines Herz zu haben, das reicht noch nicht, daraus muss jetzt auch das Handeln erwachsen. Deshalb, wir können nicht erwarten, da draußen Frieden zu stiften, in der Ukraine Frieden zu stiften. Wir können das nur machen, wenn wir anfangen, bei uns mal Frieden zu stiften im Herzen, in unserem eigenen Tohuwabohu da hinten, da drinnen, mal Ordnung schaffen und heilig werden. Ja, was sagt der Teufel zu Pfarrer Van Ars? Wenn es nur 3 gäbe von dir in Frankreich, so wäre die ganze Welt, ich müsste gehen, alles wäre rein und heilig und schön. Ihr Lieben, Paulus, wenn er die Briefe schreibt, zu Beginn, wisst ihr, wie er die Menschen anspricht? An die Heiligen von Korinth. Und ich schreibe jetzt, predige heute an die Heiligen vom Urnerland. Und Obwalden, glaube ich noch, genau. Vielleicht hat es noch andere. Ja, ihr seid zu dieser Heiligkeit berufen. Aber nehmt es ja auch wahr. Wollt ihr das wirklich in eurem Leben umsetzen? Was ist immer noch so? Naja, morgen fange ich dann an. Morgen anzufangen ist immer am schönsten. Ja. Ja, gut. Und dann die letzten beiden Seligpreisungen, selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche verleumdet werden. Freut euch und jubelt, euer Lohn wird im Himmel groß sein. Ihr Lieben, es ist klar, wer in diesem Verhältnis zu Gott lebt und wer in diesem Verhältnis zum Mitmenschen lebt, dem wird es ergehen wie dem Meister. Und der ist ans Kreuz geschlagen worden. Also uns erwartet nichts anderes als das Kreuz hier auf Erden. Aber wir haben es gehört, was uns nachher erwartet. Deshalb die Seligpreisung. Ich lese jetzt nur jeweils mal der zweite Satz vor von all den Seligpreisungen. Euch gehört den Urner und den Obalner. Gehört das Himmelreich, ihr werdet getröstet werden, ihr werdet das Land erben, ihr werdet satt sein, ihr werdet Erbarmen finden, ihr werdet Gott schauen, ihr werdet Söhne Gottes genannt werden. Was für eine, also fast schon unerhört. Weil es heißt, im Johannesbrief haben wir auch gehört, wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es ist noch nicht offenbar. Und uns gehört das Himmelreich. Freut euch, jubelt. Wo ist euer Jubel? Halleluja! Oder? Das ist es, was wir brauchen. Ihr Lieben, richtig dieses Halleluja in unser Herz darf uns nicht verlassen. Die Freude muss überquellend sein, übersprudelt sein. Ich glaube, das fehlt heute. So oft auch in der Kirche. Man geht zur Kirche und kommt wieder nach Hause und macht das gleiche Gesicht, wie man reingekommen ist. Aber wenn wir aus der Kirche kommen, sollen wir so übersprudelnd sein, dass die Menschen da draußen uns fragen, hey, wo warst du? Was hast du für eine Droge genommen, würden heute in Zürich die Menschen sagen. Ja, dann sage ich, meine Droge ist der Herr. Und er gibt es in Fülle und er ist gratis. Und du kommst dann noch in eine Ewigkeit mit ihm, kannst du gemeinsam Hochzeit feiern. Ihr Lieben, wenn wir wüssten, was hier auf dem Spiel steht, wir würden uns doch noch viel mehr bemühen. Das haben die Heiligen uns vorgelebt. Und ich wünsche euch, dass ihr jetzt heute Abend, jetzt vielleicht ganz besonders einen Vorsatz nehmt, auch für das kommende Jahr jetzt, bis zum nächsten Allerheiligenfest. Weil ich möchte, dass von jedem von euch irgendwann mal hier auch eine Statue steht. Ja, ihr seid alle so wunderschön. Schaut ihr zum Teil die Statuen an, oder? Da könntet ihr noch gut, oder? Paroli bieten. Aber das geschieht vor allem in erster Linie durch die Heiligkeit, die durch euch hinausstrahlt, zu den Menschen. Und sucht nicht die schweren Kreuze, sucht nicht das Große. Und sucht nicht einfach jetzt im Vordergrund zu sein, nein.
Schaut, heilig werden wir dort, wo wir hineingestellt sind, im Alltag. Dort fängt Heiligkeit an. Fange an, das treu zu verrichten, wirklich mal ganz treu, was dir aufgetragen ist. Und dann bete viel. Betet, betet, betet. Das sagt die Mutter Gottes in Medjugorje immer wieder. Und ich wünsche euch wirklich viel Gebet jetzt, auch in dieser Nacht. Nutzen wir diese Gelegenheit, dem Herrn besonders zu begegnen und zu bitten für jene Menschen da draußen, auch im Irnerland, die eben Jesus noch nicht so kennen dürfen wie ihr, die noch nicht so mit dieser Freude und Power da hinausgehen und dem Herrn verkündigen durch euer frohes Christsein, das man an euch auch ablesen darf. Das wünsche ich euch. Ihr Lieben, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Amen.